meiner Spülmaschine ist ein Baum gewachsen. In meiner ersten Wohnung hatte ich keine Spülmaschine und musste alles mit der Hand spülen. Desto glücklicher war ich, als ich endlich eine Spülmaschine bekommen habe. Aber am Anfang war mir nicht klar, wie oft man eine Spülmaschine reinigen muss. Und so kam es dazu, dass ich das erste Dreivierteljahr meine Spülmaschine nicht gereinigt habe. Irgendwann hat mir jemand erzählt, dass man regelmäßig den Filter sauber machen muss. Und ich war total geschockt und musste das natürlich direkt machen. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen nervös, was mich erwarten würde. Und als ich den Filter aus meiner Spülmaschine genommen habe, ist da einfach ein kleines Bäumchen gewachsen. Irgendein kleines Körnchen hat sich in meinen Filter gesetzt und daraus ist ein Baum entstanden. Oder eine kleine Pflanze. Ich frage mich bis heute, wie das passieren konnte, weil nie Sonnenlicht an diese Pflanze kam. Aber sie hatte es immer schön feucht und warm. Seitdem reinige ich meinen Filter jeden Monat. Und ihr?